So, und jetzt gehen wir auf entspannter Basis rein zu Gerrit und Andi, die Naturensöhne. Und wir starten als allererstes mit einer weiteren Folge des Hobbithauses. Gandalf wäre enttäuscht von uns, Buschkraft, Shelter, Autor. Was heute so passiert? Dann bleibt dabei. Hä? Hat Andi einen neues Oberteil? Tasche, Leute! Taschen! Wir sind heute wieder im Hobbithaus unterwegs und heute passiert einiges, beziehungsweise. Ah, nee, nee, nee. Er hat wahrscheinlich, weil es ein bisschen kühler ist, hat er, glaube ich, noch so ein anderes Oberteil drüber. Weil guck mal, hier drunter ist, glaube ich, das gleiche, was er sonst anhatte. Dieses beigefarbene, sandfarbene. Ist auch schon einiges ohne euch passiert. Oh! Geisteskranke Sachen. Die letzten 2 Tage wurde hier nur gebuddelt, geärgert und vorbereitet. Oh, Und krass, sogar ey. Wände gezogen. Alles ohne zu Krass. filmen. Wir Weil wären wir keinen gleich. Bock hatten. Ja, wir waren so abgefuckt. Wir haben dann noch irgendwie. Wir wollten es erst zu zweit machen. Dann haben Gott sei Dank noch 3 Kumpels geholfen. Es war die Hölle. Es war wirklich Egal. die Hölle. Das Ergebnis ist geil. Das zeigen wir euch jetzt alles, was wir in den letzten 2 Tagen gemacht haben. Dann heulen wir noch ein bisschen, weil Dann, es krass viel genau. Arbeit war, ne? Und dann geht es trotzdem noch weiter, Geil. weil wir werden noch mehr machen. Der Fußboden kommt heute noch rein, Freunde. Der muss rein. Der Winter naht und wir wollen hier drinnen einen schönen Winter-Overnighter machen. Dafür muss noch einiges passieren. Und ich will echt nicht heulen. Aber? Aber es ist wirklich viel Arbeit gewesen. So, Freunde, und jetzt das Werk von 2 Tagen harter Arbeit. Oh, geil, ey. Guck mal, an der Seite war das vorher schon? Nee, ne? Hier, guck mal, das. Schön hier noch so abgestellt und so. Fett, aber es ist sehr viel Erde. Kann kaum reden, Andi. Das ist. Wie geil es aussieht, Ja, Mann. ist Wir haben uns fett. jetzt dazu entschieden, weil es ist halt super schwierig, diese Hügeloptik herzustellen. Ne? Die beim Setbau in Neuseeland haben natürlich einfach viel mehr Möglichkeiten gehabt. Wahrscheinlich die Todesbagger-Radlader, mega viel Erde, scheiße. Ja, Wir das mussten ist ja jetzt. auch ganz klar zu sagen, das ist ja auch Kulissenbau, was die Ja, gemacht haben. richtig. Aber Ja, ja, also die Möglichkeiten waren halt andere. mit Schrauben und Spanplatten kann ich das Ding auch die Fassade machen. Ja. Naja, nichtsdestotrotz, wir haben uns jetzt dafür entschieden, hier noch so eine Naturstammwand zu Ja, ziehen, finde weil ich sonst geil. halt Finde ich gut. die Erde halt hier wahrscheinlich bis vors Grubenhaus halt runtergezogen Hobbithaus. hätte, so wie es jetzt hier halt auch zu sehen ist. Aber ich denke, von der Optik her ist es so ganz geil, dass sie hier so leicht eingerundet ist. Hier die Erde vor, das wird alles voller Moos geklatscht. Das sieht dann richtig geil Ah, aus und wir hoffen, geil. dass es dann auch schön bewächst. Müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht heute auch noch so ein bisschen Moos gesammelt kriegen, um die Optik schon mal so ein bisschen Ja. herzustellen. Ja, und dann würde ich sagen, geht an jetzt mal nach oben und zeigt euch, wie das oben aussieht. Ah, sieht So, wirklich nach Freunde, sehr und viel hier oben ist Material jetzt auch aus. alles wieder gefüllt. Wir haben es leicht verdichtet auch. Trotzdem, wenn es noch regnet, wird es natürlich immer wieder weiter verdichtet. Da müssen wir immer noch Erde raufschmeißen, aber es ist halt so. So sieht's aus. Ist Ja, geil. richtig geil. Es ist wirklich viel Gewicht zusammengekommen, das muss man mal ganz klar sagen. Was haben wir denn ausgerechnet, Andi? Kannst du dich noch erinnern? 1,6 Tonnen oder so? Ja. Oh. Und das bei einer Erdmenge von 4x4 Metern auf 10 Zentimeter. Ist aber nicht so schlimm. Dennoch hält alles. Deswegen Ja, haben wir uns entschieden, das mit Erde zuzumachen, aber wie wir ursprünglich eigentlich wollten, nicht jetzt so einen Berg hier rauf zu machen. Wir haben jetzt vorne so einen Berg rauf gemacht, dass man von vorne schön die Optik hat. Und mehr sieht man ja eigentlich eh nicht. Man klettert ja hier nicht rauf, so wie wir gerade. Und deswegen haben wir vorne einen kleinen Berg gemacht und hier halt nur so Erde, dass es quasi nicht mehr die Folie zu sehen ist und aber Pflanzen hier wachsen können. Wir wollen nämlich nicht nur Moos hin machen, wir wollen uns so verteilt aus so Fenster. so. Salia, bist du da? Kannst du mal, ist ein Mod da, der sagen kann, ob die Lautstärke passt oder nicht? Chat wird sich aber wieder nicht einig. Das ist die Katastrophe, wenn der Bunker offen ist. Passt es vom Ton her? Oder noch mal lauter? Keine Büsche und so, alles wird sich automatisch hier alles ansiedeln. Hier ist ja auch Efeu, alles Mögliche. Ja, wenn er mal Also, hier hinschaut. ja, also ein halbes Jahr, das ist hier zugewachsen. Kennen wir schon von unserem Wald. Richtig geil, ja. So weit, so gut. Und jetzt kommt man auch richtig entspannt und richtig optisch geil an den Kamin ran. Hashtag Räucherkammer. So, Freunde, das ist das Kaminchen hier. Ja, Stehen auch immer noch, voll gut. Ja, wir haben euch ja in einem der Videos gefragt, sollen wir hier eine Räucherkammer reinsetzen? Ihr habt gesagt, ja, habt da Bock drauf, also machen wir das auch. Passiert nicht in dem Video, aber es wird passieren. Also müssen wir wahrscheinlich nochmal so ein Stückchen höher gehen und dann müssen wir bei irgendeinem Metallbauer halt anfragen, dass er hier so eine Klappe uns baut, die man aufzumachen kann. Und dann mauern wir auch diesmal, müssen wir ja hier so eine Metallstange mit ein, dass man da halt das Räuchergut einhängen kann. Genau. Chat, geht mir nicht auf den Sack. Macht ihr so weiter, mach ich den Bunker sofort zu. Wenn ihr die ganze Zeit nur irgendeine Rotzkackscheiße hier reinschreibt, dann nervt das hart. Auch wenn ihr euch hart lustig damit findet. Ist kein Ding, wir machen den Bunker sofort wieder zu.
Und machen die nachher bei Tarkov, wenn hier nur noch die Hälfte an Leuten wieder drin ist, wieder auf. Ist gar kein Problem. Ja, und dann können wir hier richtig geile Sachen räuchern. Hab ich Bock drauf. Ich sag, die machen Forelle. Safe, oder? Die werden bestimmt, wenn die einen Räucherofen da bauen. Oder das Fisch ist doch so ein klassisches Ding, was man räuchert. Denke ich mal. Jetzt sind wir an der rechten Seite vom Hobbithaus. Hier auf schöner Berg, alles schön aufgeschichtet. Und hier haben wir uns überlegt, irgendwie müssen wir ja später doch hochkommen und wollen nicht immer alles runtertrampeln. Deswegen wird hier so eine gemauerte, ja auch aus so einem Backstein, damit alles so Hobbit-mäßig aussieht, so eine schöne Treppe, so eine kleine schmale Treppe. Schön krumm nach oben. Die mauernde Treppe, okay, krass. Da hätte ich, glaube ich, ein bisschen Angst, dass die nicht hält, weil wenn das Erdreich absackt. Weil das ist ja dann wirklich so ein langer Verbund. Da könnte ich mir vorstellen, dass das richtig krass verdichtet werden muss. Oben. Ja, Würstchen und Schinken und sowas. Damit man oben ja. hinkommt, erstens zur Räucherkammer, damit man ordentlich hinkommt. Zweitens natürlich auch. Kann man eigentlich auch Gemüse und so einen Scheiß räuchern oder ist das nicht so ein Ding? Ich weiß es gerade gar nicht tatsächlich. Wird es richtig geil aussehen, wenn hier so ein kleiner, geziegelter Treppenweg hochgeht. Mhm. Feiere ich jetzt schon. Vielleicht ein kleiner Zaun an der rechten Seite so ja. drumherum. Alles Zukunftsmusik. Ja. Jetzt spinnt da rum, jetzt spinnt da rum. Und oben wollen wir noch Folgendes machen. Hier stehen wir jetzt auf diesem Hügelchen. Hügelchen vor allem. Da hinten ist quasi das Hobbithaus und hier ist halt ohne Ende Freifläche. Die kann man halt irgendwie nutzen. Zum einen fragen wir euch jetzt direkt mal, was ihr für Ideen habt. Unsere Idee wäre, dass man hier quasi so das Schlaraffenland, die Gartenlandschaft anlegt. Vielleicht irgendwie ein paar Tomatenpflanzen hinsetzt. Irgendwelche Obststräucher, Obstbäumchen, aber halt auch, und das haben wir uns in den Kopf gesetzt, was wir unbedingt machen wollen, ist so ein kleines Feld anzulegen. Ja, so. Oh, doch, das ist geil. Aber das würde ich nicht da oben machen, glaube ich, oder? Da, so oben auf dem Hügel, aber das mit so einem kleinen Feld und so Kartoffeln, das fühle ich mehr als jetzt da so Tomaten und so gartenmäßig, sondern wirklich, ja, doch so Kartoffeln. Kartoffeln, Zwiebeln, so eine Dinger. Doch, das würde ich geil finden. Aber da würde ich, glaube ich, mir eher eine andere Stelle aussuchen. Ja, weiß ich nicht. Und dann, dass du halt auch so richtig geil pflügen kannst und sowas. Ja, doch, das fühle ich, mit dem Feld fühle ich übel. So 4x4 Meter reicht ja schon. So ein, einfach, dass hier Getreide steht, ich weiß nicht. Ja, und auch Getreide, Alter, wie geil. Ey, das wäre, wisst ihr, warum ich das, oh, jetzt, pass auf, das wäre übersick. Ich würde es, glaube ich, nicht da oben machen, ich würde mir eine andere Stelle irgendwo in der Nähe aussuchen. Und dann würde ich das so computerspielmäßig aufziehen, im Sinne von, du hast halt, sag ich mal, so Kacheln, die sind vielleicht, nur von der Logik her, ne? So imaginäre Kacheln, die, keine Ahnung, entweder einmal ein Meter, dreimal drei Meter, wie auch immer, kannst du überlegen. Und dann pflanzt du halt wirklich so kachelmäßig da Sachen an. Stell dir mal vor, du machst wirklich, keine Ahnung, so ein Neunerfeld, bum, 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 oder wie auch immer, oder Sechser, dass du noch Wege dazwischen hast, und machst dann aber so Hafer, Weizen, Dinkel, Kartoffeln, Zwiebeln. Das würde ich feiern, aber dass das so ein Gaming-Charakter kriegt und du denkst so, hä, ist da jemand gekommen und hat so ein Feld drauf platziert? Das finde ich irgendwie, das fühle ich. Warum, aber ich habe da Bock drauf. Ja, kann ich völlig verstehen. Die letzte Sache, die wir euch zeigen wollen, nochmal von vorne frontal. Das Feld fühle ich extrem. Vorne. Hier haben wir quasi diese Hügeloptik. Ja, und da reicht ja auch, wenn wir nur einen halben Meter haben, weil man sieht ja eh nicht, was dahinter ist. Ja, geil. Hier kommt auch noch Moos rüber und Pflanzen, dies, das. Am besten so, dass es so ein bisschen rüber wächst sogar, damit es so richtig schön eingebaut, hügelig aussieht. Ich würde da oben auch so ein paar Geranien fühlen, die dann da so runterhängen. Wie beim Hobbit, ne? Ja, ja, klar. Da sind beim Fenster Geranien, ja, können wir auch machen. Ja, also ist ja egal, wo wir die machen, das wird gut. Und so ein paar Hängepflanzen hier vorne einhängen, so Hängetöpfe. Wenn das mal fertig ist und dekoriert ist, Alter, dann, was da für Bilder rauskommen. Sieht killer dann aus, drauf. Kannst du wissen. Zumal hier ist auch Freifläche, können wir die Drohne schön fliegen lassen und euch das alles mal von oben zeigen und so. Wird gut. Oh Gott. Ich sagte ja. So, und jetzt wird geschuftet. Ja, jetzt will ich das mit dem Feld sehen. Ey, ohne Scheiß, die müssten sich halt wirklich mal vorher informieren, wann man was wie aussät, damit die den Moment nicht verpassen. Ich kenne mich nicht aus, keine Ahnung, aber du hast ja bestimmte Perioden, wo du irgendwelche Sachen anpflanzt. Karotten wären auch geil. Ich fühl nicht so einen fancy Scheiß, sondern so wirklich klassische Sachen. Zwiebeln, Karotten, weiß ich, oder auch mal ein Kohl. So ein Kohlrabi-Feld, Alter. Lauch. Aber schon so Kästchen. Einmal ein Meter, glaube ich. Das ist es. Jetzt kommt die Arbeit. Freunde, wer es noch nicht gemacht hat, gerne. Wenn du es größer haben willst, dann machst du mehrere Kästchen nebeneinander oder in der Folge oder so. Unseren Kanal jetzt kostenlos abonnieren und kein weiteres Video mehr verpassen. Das solltet ihr im Chat auch antun. Viel zu nah an meinem Gesicht dran. So, wir starten direkt rein und zwar müssen wir als allererstes jetzt einmal das Ding nochmal aushaken, damit alles, was schimmeln kann, da nicht mehr drin ist. Heißt Strohreste, Blätter,
auch die Steine stören müssen raus. Ja, einmal erstmal glatt hacken. Ach, schön. So, Freunde, ihr seid jetzt mal live bei einer Feldstudie mit dabei. Was sind denn das hier für blaue, mintfarbene Dachlatten aus dem Baumarkt? Das killt jetzt aber mein Vibe gerade. Wir wollen jetzt nämlich erstmal testen, das passiert alles hier unten, ne? Ach so. Wir wollen jetzt erstmal testen, wie viele Steine wir nebeneinander legen müssen, dass sich das nicht wiegt. Schlumpflatten. Imprägnierte Latten, die verrotten nie. Geschützt gegen Schimmel. Ah, so. Feuchtraumlatten. Aber mich würde mal interessieren, so. Ich glaube, ich bin auch sehr speziell. Ich kann das auch nicht beeinflussen. Es ist bei mir halt einfach so und ist auch nicht böse gemeint. Aber so gewisse Sachen holen mich halt sofort aus so einem Feeling raus. Wisst ihr? Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, ob ihr das nachvollziehen könnt. Ey, alles gut, die können machen, was sie wollen. Auch natürlich macht es auch Sinn, da so eine Latten zu verwenden und so weiter, damit das nicht gammelt. Aber ich finde, man ist dann manchmal in so einem geilen Feeling drin, hat gerade auch dieses Feld, extra diese Klamotten und keine Ahnung was. Und dann sehe ich so diese Latten und habe sofort irgendwie so einen Baumarkt vor mir und denke mir so, ja gut, ist halt doch nur aus dem Baumarkt. So, wisst ihr, wie, das macht so, ja, Elfenholz, klar. Nee, ich weiß nicht. Das passiert bei mir unterbewusst, dass ich das gar nicht beeinflussen kann. Ich hätte auch nicht gedacht, dass man da jetzt so krass so eine Feuchtraumlatten braucht. So, ich hätte da halt, glaube ich, irgendwie so eine Backsteine genommen, um das runterzulegen, um da halt Holz so ein bisschen vom Boden wegzuhaben. Aber du hast doch, also ich würde die Konstruktion ja eh so aufbauen, dass das Holz gar keinen großen Bodenkontakt hat, sondern eine Unterkonstruktion. Und die Unterkonstruktion ist halt auf Stein drauf. Aber gut. Also das ist ja schon... Achso, ja, genau so. 4 macht den Kohl jetzt auch nicht fett, ein Stein mehr. Ein Stein, dann Kleinstein. Hast du echt kleine Lücken. Georg. Nee, wobei das jetzt auch verfälscht ist, weil die halt nicht alle aufliegen jetzt gerade. Ne? Guck mal, also du siehst ja, der Abstand ist ja gleich. Ich kann ja auch nur das testen jetzt. Dann, ja, dann müssen wir jetzt trotzdem daneben also noch einmal legen. Du musst es mal jetzt da rausreiben, sag ich mal so. Und der kritische Punkt ist dann eigentlich eh nur in der Mitte von den Steinen und in der Mitte von da. Also da ist der kritische Punkt, ja. Ja, halt easy. Ja, reicht locker. Geh mal hier. Also wipp. So ein ganz kleines, ja, bisschen. Okay. Wippen werden wir nicht rausbekommen, also. Aber ist doch gut, oder? Doch, wenn wir es halt noch enger machen, aber lohnt halt nicht. Ja. 20 Latten und 40 okay. Abstand rangehen. Also pro Latte auch immer 4 Steine. Ja. So, wie gesagt, der Testaufbau hier, ihr seht, haben wir euch gerade gezeigt. Und jetzt nochmal zur Erklärung. Wir haben natürlich wieder Steine besorgt, beziehungsweise hatten noch welche über. Ja. Und aber geiles Ding, guckt euch das an, ne? Ist schon heftig. Sieht schon sehr, sehr nice aus. Und wir... Ich sag's euch auch, kleiner Realtalk an der Stelle. Ich habe ja in Papua, habt ihr auf Instagram auch schon gesehen und werdet die nächsten Tage auch noch mehr sehen, schon wieder krasse Bauweisen gesehen von den Einheimischen, von den indigenen Völkern dort. Und was die dort zimmern, das ist brutal. Die haben eine Machete und nur natürliches Zeug. Und die bauen dir damit den krassesten Scheiß. Aber, ganz wichtig, die haben natürlich ganz andere Materialien. Ey, im Dschungel, da findest du Zeug, das ist heftig. Da kommst du in Deutschland nicht ran. Ne? Da musst du es anders machen. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass ich immer wieder merke, dass wenn ich auf manchen Reisen bin und sowas sehe oder auch so Videos angucke, dass ich schon Bock habe, auch mal wieder selbst ein Bauprojekt zu machen. Ne? Aber sollte ich das jemals machen, und das könnte ich mir vorstellen, wenn erstmal das ganze Discovery-Projekt rum ist und ich erstmal wieder ein bisschen entspannt kleinere Projekte mache, dass ich für mich dann selber wieder eher in den Wald fahre und mal wieder auch ein Projekt klöppel. Keine Angst, ich baue jetzt keine riesen Baumhäuser, ne? Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass wenn ich so ein Projekt nochmal starten sollte, dann ist mein Learning, ich werde es erst komplett zu Ende bauen, dabei mitfilmen und erst dann als Video veröffentlichen. Und nicht mehr dieses, wie ich es bei den Projekten davor gemacht habe, immer so eine Folge von Folge zu Folge arbeiten und dann irgendwann die Lust und Motivation verlieren und dann euch enttäuschen, weil ich weiß natürlich, dass das für euch kacke ist. Ihr verfolgt das über, was ich, 7, 8 Folgen wie so ein Grubenhaus und dann ist es einfach so, kommt nicht mehr und denkt so, ja, richtig verkackt. Habe ich auch richtig verkackt, gebe ich zu. Ich habe aber auch keinen Mut mehr, das fertig zu bauen oder sowas. Ich habe eher dann Bock, was Neues zu starten, aber das ist für mich das Learning. Ich habe, mein Handy ist voll mit geilen Bildern, Bauweisen und Techniken, wie die teilweise Sachen vor Ort gebaut haben, habe ich schon Bock drauf. So, aber
Wenn dann sowieso erst nächstes Jahr, wenn die ganze Discovery nochmal vorbei ist. In meiner Frührente, ab April 2023, da könnte ich mir das dann vorstellen. Bisschen Stream, auch mal ein kleines Bauprojekt im Wald, auf Solo-mäßig, ganz entspannt. Wir haben uns noch Bretter besorgt, beziehungsweise hatten wir auch noch über. Aber jetzt, wir haben uns mal Latten besorgt. Und zwar diesmal nicht so buschkräftige, beziehungsweise buschkräftige Hobbit-Latten, sondern Neuzeit-Latten. Das sind Kesselimprägnierte. Die sind einfach gegen Schimmel, Schädlinge und Feuchtigkeit. Ah. Und ja, unsere Bretter sind nicht gegen Feuchtigkeit, könnte man jetzt sagen, aber das Untergestell ist trotzdem gut, wenn wir das irgendwie ein bisschen schützen, sag ich mal. Und deswegen, also es wird ja auch nicht draufregnen, logischerweise, aber irgendwie Feuchtigkeitsprobleme haben wir eh im ganzen Wald. Es ist halt so, kriegst du auch nicht weg. Und deswegen, als totalen Wasserschutz, falls irgendwas vollläuft unten, Steine, darauf noch die wasserresistenten Latten. Latten, dankeschön. Und dann kommt unser Fußboden erst drauf. Somit hat er wenigstens keinen Kontakt zum feuchten oder sandigen Boden, sage ich mal. Und wir sind zweifach geschützt. Ja, und das wie sehr okay. Dann der Boden ausdampft, werden wir dann halt schauen. Weiß man nicht. Ja, wenn nicht, muss da halt ein ordentliches Feuer drin gezündet werden. Aber da jetzt nochmal eine Dampfsperre einbauen und sowas, Alter, nee. Scheiße. Das ist ja dann irgendwann auch, wir machen hier keinen Hausbau, das ist immer noch so Outdoor-Hobbit-Zeugs. Ja. Spaßbau. Genau. Und jetzt die sinnlose Erklärung, die uns eh keiner glaubt. Das ist natürlich hier alles mit Orkblut im Wir sind keine Lügner! So, wir sehen uns jetzt erstmal ein Marsfest. Wir haben uns von der Rechnung her auf 40 cm geeinigt. Weil wir wissen, das sind immer 20. Genau. Das ist tatsächlich, müssen wir mal zu Hause ausprobieren. Ja, es kommt hin. Und dann sind das 40, zack. Ich habe letztens was... Unangenehm. Guck mal, das hier immer 20. Ja. Das hier soll immer 10 sein. Ach so? Ja, das sind 20, das sind 10. Das ist aber dann krank. Oder so? Das ja, sein. Der war schon recht flach. Habt ihr bei mir was anderes erwartet? Denkt ihr, jetzt kommt irgendein tiefgründiger Witz? Oder irgendwas? Bei mir ist alles flach. Wenn ich so gerade, ja. Ja. Das sind 20, ja. Das sind 10. Oh, was war noch? Das sind, glaube ich... Was sind denn das hier eigentlich? Was ist das für ein Maß hier eigentlich? Das müssen ungefähr, das sind so ein Lückenmaß. 3,5 sind das. 3,5. Stimmt. Also wenn man mal eine Berechnung braucht, für einen Schocker, 3,5. Oder dit, irgendwie 5, 2, 1. Oh, ich kann auch noch einen. Der heißt in Berlin Hallo. So, und das ist jetzt unser festes, Hobbit-mäßiges ja, 40er Maß. Dann legen wir mal ran, zack, zack, zack und kennen die Abstände dann. Ach, ist das nächste schön. Nächste Lügengeschichte. Ja. Wir haben was von uns zu sagen. Ey, aber warum driftet dieses Projekt immer mehr ab? Woran liegt's? Weil es, ich denke mal, ich kann es mir vorstellen, also jetzt, sorry, ey, sei mal nicht böse, aber mit einer Wasserwaage jetzt, ja, hat halt jetzt, ja, so ja nichts mehr mit Hobbits zu tun, ne, da brauchst du ja auch keine Säge mehr mit einem Holzgriff, da kannst du auch gleich normal irgendwie basteln, aber, ich glaube mal, sie haben sich halt dafür entschieden, weil sie gesagt haben, ey, wir wollen es halt ordentlich machen. Ja, dann haben wir halt eine Wasserwaage benutzt, scheiß drauf, ist nicht so Hobbit-mäßig, aber dafür ist es halt dann geil und gerade, denke ich mal. Bekommen. Glaubt ihr uns das überhaupt noch? Können wir einfach aufhören zu labern? Das ist eine Wasserwaage, das sieht man, ihr seid ja nicht scheiße. Ja, und die benutzen wir jetzt. Das ist eine Zwergenwaage, Mann, eine Zwergenwaage. Ein Zwergenmessinstrument, das in der Mitte auch Libelle genannt wird. Zwerge. Heißt das wirklich Libelle? Ich dachte, das ist ein Gag. Heißt das Ding wirklich Libelle? Libelle, ja, so nämlich. Die brauchen wir jetzt, weil wir... Echt? Oh ne, ich dachte, das ist ein Gag und hab mich übrigens drüber abgefeiert, weil ich dachte, er nennt das Ding jetzt Libelle, als hätten so Zwerge so eine Libelle da reingepackt. Aber das Ding heißt wirklich Libelle. Oh, lost. Ich kann den Fußboden schon gerne gerade machen. Und kommen wir jetzt bitte mit einer Schlauchwaage. Alle, die jetzt Schlauchwaage reinschreiben, haben noch nie mit der Schlauchwaage gearbeitet. Ihr seid da völlig baller. Ja, vor allem. Schlauchwaage. Aus was ist denn die Schlauchwaage? Mal so eine Frage. Aus dem Schweinedarm oder was? Das war Flame. Nee, finde ich gut. Ja. Und zwar deswegen benutzen wir das. Ja, das ist halt die Baumarkt Edition. Ach, heißt es vielleicht deswegen, Gandalf wäre enttäuscht von uns? Ja,
Ich hoffe, Jungs, ihr habt aber auch einen Gummihammer benutzt, um die Steine ordentlich anzukloppen. Krass, ich glaube, ich hätte irgendwie die ersten zwei Latten gelegt oder drei und hätte dann schon mal festgenagelt, oder? Kleiner Live-Zwischenstand. Es ist ein bisschen über die Hälfte, liegt jetzt schon. Ja. Es ist friemelig. Mir ist so warm, ey. Bei der Penner da hinter der Kamera, a.k.a. Gerrit, a.k.a. Locke the Boss. Viel zu viel Holz reingemacht hat. Aber ist doch ja nichts mehr drin. Ja, jetzt nicht mehr. Ich hau nochmals fünf Bretter nach jetzt gleich hier. Aber es sieht gut aus, oder, Leute? Sieht ja. Das sinnig aus, ihr Bodenleger da draußen? Ja, keine Ahnung. Wir werden herausfinden, ob das ein Ausbildungsberuf sein muss. Geil. Geil, den Spruch habe ich gefeiert. Das wird schon, ne? Was wir alle sind, ey. Was wir schon gemacht haben. Wir sind Tischler, Dachdecker, ja. Tiefbauer, Maurer, Bodenleger. Gas, Wasser, Scheiße. Maler. Alles nicht gut? Habt ihr völlig recht? Keine Frage. Aber ausreichend. So richtiger Heimwerker. Ja. So, Freunde. Sieben Reihen haben wir schon. Es gestaltet sich doch als zeitaufwendiger als erwartet. Ich glaube, das wird heute eine Nachtschicht. Jupp. Mal nachher noch die magische Lichtquelle holen. Wahrscheinlich. Dieses neuartige LED. Ja. Jetzt müssen wir hier noch Erde raus. Elektro-Hobbit. Weil hier sind die Steine schon recht nah unter der Oberfläche, wenn man mal da drüber guckt. Ja, so ist schön, ne? Das, ja. Ja. Aber es nähert sich dem Ende. Aber ich glaube, das ganze Genagel der Bretter wird dann auch nochmal krass. Viel. Oh, die Verlattung ist krass. Drin. Sieht irgendwie geil aus. Ja, irgendwie fahre ich es auch. Es war doch deutlich mehr. Es sieht halt doch schon nach viel Arbeit aus, ne? Mit diesen ganzen Steinen, die da alle so ein. Ist auch so ein schönes Bild, so alles ordentlich. Mehr Arbeit als erwartet, Alter. Das alles immer gegenseitig in Waage zu bringen und ja, so weiter. Glaube ich. Glaube ich. Und jetzt soll das Ganze zurechtsägen der Bretter und vernageln, wird auch gut. Aber wenn es da drin ist, ist glaube ich richtig doll geil. Boah, aber die sägen doch jetzt nicht die ganzen Bretter alle per Hand, oder? Habe ich das auch richtig verstanden, dass die jetzt quasi hier irgendwie nur so 40 cm Bretter immer zwischen zwei Latten machen wollen oder was? Und keine ganz langen Latten? Weil wenn du jetzt, wenn du, die Latten sind ja nur, was sind die? Ungefähr so 3,5 cm breit. Das heißt, wenn du die da so auf Stoß ranlegst, dann kannst du ja auch nur so ganz, ganz kurz da vorm Ausreißen da nageln. Wisst ihr, was ich meine? Also dass die Unterladung jetzt drin ist, motiviert mich schon wieder. Ja. Ich bin gespannt schon, gleich. Ist schon fett. So, dann müssen wir jetzt aber auch direkt angreifen. Wird gleich dunkel, ne? Ja. Wir werden heute in die Dunkelheit reinarbeiten. Ich sag, wie es ist. Sag nicht, wie es ist, da bin ich ehrlich! Wir sagen es euch, wie es ist. Wir sind Idioten. Ja. Wir wissen einiges. Jetzt kommt's. Aber wir wenden es nicht an. Ja, wir wissen, Holz muss man gut lagern und luftig lagern. Haben wir nie gemacht. Wie ist denn überhaupt passiert? Ich weiß ja nicht mehr. Ja, es ist einmal nass geworden. Genau. Weil wir haben uns gedacht, okay. Lassen wir mal kurz ein bisschen liegen. Was passiert? Schmeißen wir Plan drüber. Haben wir gemacht. Um das zu schützen vor noch mehr Wasser, weil da hat es halt viel geregnet so. Und da kam Dummheit ins Spiel, ne? Wir hätten es halt wirklich. Wir hätten es dann nochmal umstapeln sollen, logischerweise, weil das feuchte Holz unter der Plane natürlich jetzt geschimmelt hat. Wir blenden euch jetzt hier auch Detailshots ein, wie ihr dann seht, dass da halt Schimmel. Scheiß drauf! Also Schimmel wäre jetzt nicht so doll das Problem, das könnte man jetzt anbrennen. Scheiß drauf! Aber wir kriegen, also merkt man auch, wie schwer dieses Brett ist. Das ist eigentlich total leicht. Da ist jetzt richtig viel Feuchtigkeit drin. Scheiß drauf, fest den Nagel, trocknet. Wenn wir das jetzt einbauen würden, schimmelt uns die Bude weg. Schimmelt uns schon die Bude weg. Quatsch, einfach einbauen, oder? Weil die Sporen dann, das ist schon mal kacke. Jetzt haben wir auch kein anderes Holz da. Genau. Und haben die Woche auch keine Zeit mehr, hier sonst noch irgendwas zu machen. Also, Leben in der Lage, wir brauchen neues Holz für die nächste Folge Hobbit House. Ich hätte das eiskalt reingenagelt. Das wäre mir scheißegal. Und dann wird ausgeräuchert. Anibrand. Ja. Müssen wir neues Holz besorgen. So, jetzt wollen wir das natürlich nicht. Also, das ist ja. Wir haben auch Geld dafür bezahlt und nicht wenig. Ja, wir lagern das jetzt halt neu. Wir müssen es ordentlich lagern, mit Leisten zwischen, damit jedes Brett Luft kriegt, wie man es halt eigentlich macht, wie man es auch im Baumarkt sieht. Und dann ist es irgendwann wieder trocken. Dann stirbt auch der Schimmel ab. Hoffen wir. Ja, aber jetzt erstmal. Es ist halt Herbst, ne? Ist auch keine Hitze, dass es trocknen kann. Ja. Ist halt alles scheiße.
Unschön. Unschön ist es. Ja. Gut, Leben in der Lage. Wir müssen dieses Holz jetzt trotzdem retten, weil sonst, es wird ja jetzt einfach nur schlimmer. Ja. Dann haben wir uns überlegt, wenn wir schon mal jetzt neu bestellen, ob wir dann gleich längeres Holz nehmen. Vielleicht auch weniger so etwas Schnitte. Längere Bohlen, genau. Boah, Stimmung ist auf jeden Fall jetzt nicht gerade hoch. Das ist echt ein kleiner Downer. Das ist natürlich, pisst mich ein bisschen an. Vor allem, du prügelst hier zwei Tage durch, schippst die. Heute ist der dritte Tag sogar. Naja, vom Schippen. Dann knall mir jetzt hier die Lattung rein, was auch eine. Es ist eine Drecksarbeit, ich sag's euch, wie es ist. Das hat halt keinen Spaß. Hau die Latten jetzt rein, scheiß auf den Schimmel. Fummelig ist und ja, kannst da auch nicht. Dann holst du halt ein Antischimmelmittel. Ich meine, die Latten da unten sind eh blau, die Libelle und ist eh alles jetzt. Da oben ist eine Plane drauf. Das Ding ist eh durch. Da kannst du jetzt auch mal mit einem Schimmelfix noch rangehen. Spaß immer. Kannst du auch nicht viel filmen, weil wir können euch jetzt nicht eine halbe Stunde zeigen, wie wir da jede Latte da hinlegen. Das hat auch ewig gedauert, auch wenn es nicht so ist. Ist auch scheißegal. Und jetzt stehst du hier und denkst dir, ja geil, jetzt kommt der spaßige Teil. Jetzt wird hier nagelt. Warte mal. Hier oben ist ja überall jetzt schon Moos drauf. Hä? Hier ist ja überall schon Moos. Hältst du da den Boden rein, siehst dann ein richtig geiles Ergebnis und dann ist es einfach weg. Wer wurde die Freude genommen, Andi? Die Freude! Anton, Alter, nur Kopfschmerzen. Anton! Dann halt beim nächsten Mal, ne? Ja, dann ist es so. Mann, ich hätte gerne den Boden schon gesehen, ey. Wäre geil gewesen. Ich hoffe, kein Affe läuft hier auch lang und tritt da ruf jetzt, weil die sind ja logischerweise nicht fest. Die müssen, werden jetzt erst fest, wenn da Bretter raufkommen, die Unterlattung jetzt. Ja, dann nageln wir. Boah, stell dir mal vor, die kommen jetzt wieder, zwei Wochen später, wollen endlich die Dinger festmachen. Die ganzen Latten, Steine, alle irgendwie einfach nur ein bisschen verschoben, weil irgendwer da lang gelaufen ist. Wir jetzt hier von irgendwelche Bretter einmal so als X vor, ruppen die dann beim nächsten Mal wieder ab und stellen den hier vorne Eingang und fertig. Weißt du, dass das halt so gesichert ist einigermaßen. Ja. Na gut. Scheiße. Aber wenn die jetzt die Bretter da ran nageln, um den Eingang zu sichern, dann kann es sein, dass die Schimmelporen von dem Holz ins Bauwerk reingehen. Aber ihr seht es vielleicht schon, vielleicht auch nicht. Ja. Wir haben geiles Moos. Ja. Guckt euch das mal an. Okay, Leute, trotzdem positiv bleiben. Ganz wichtig. Guckt euch mal an, wie das schon aussieht. Das ist doch geil, oder? Ja, absolut. Da kriegt man mal eine Vorstellung. Das bleibt natürlich nicht so. Da kommen dann halt auch noch so ein paar Gräser rein und so. Genau, aber jetzt erstmal um die Erosion einfach, also das wird immer noch nicht reichen, aber jetzt ein bisschen zu schützen quasi oder zu erreichen. Da oben haben wir jetzt vorne schon mal Moos. Das sieht extrem geil aus. Das ist so ein kleiner Ultra Überhang geil ist, aus. Ne? Ja. Fällt mir sehr gut. Ich fühle dann auch ehrlich gesagt hier so kleine Blumentöpfe, die dann so runterhängen, weißt du? Mit so einer das muss so drin. Völlig übertrieben. Da gibt es beim Obi bestimmt welche für 3,99 schön aus Kunststoff. Oh, die fühle ich. Ja. Habe ich Bock drauf. Also man muss nein, geil, ey, jetzt richtig gut bei aus. So einem Niederschlag muss man sich dann einfach, auch wenn man irgendwie keinen Bock auf das Projekt hat oder so, wenn man eine Aufgabe richtig schön anpisst, dann muss man sich immer das Endprodukt vorstellen. Ja, so und eine Süßigkeit essen. das bringt einen wieder auf Kurs, ey. Aber ich bin auch froh, dass das jetzt weg ist, weil die ganze Unterkonstruktion, das ist alles jetzt fertig, das ist schon mal sehr, sehr geil. Und das sieht auch schon cool aus, bin ich ehrlich. Ah, yo. Sehr geil. An dieser Stelle nochmal eine kleine Erinnerung, checkt auf jeden Fall. Ich wollte jetzt mal zum Abschluss sagen, es tut uns tatsächlich ein bisschen leid, dass es jetzt mehr ein Lava-Video geworden ist als ein Machen-Video, aber wir versprechen auch, dafür kriegt ihr nächste Woche einen Overnighter im Camp. Okay. Und übernächste Woche gleich wieder greifen wir an beim Hobbit House. Sehr nice. Da passiert dann auch diesmal wieder Arbeit. Da passiert wirklich viel mit Arbeit, da achten wir jetzt. Geil. Vielleicht hätten wir uns auch einfach zusammenreißen sollen und wirklich auch das ganze Schippe filmen müssen, so, dann wäre halt ein Video geworden. Aber es ist manchmal so, wie es ist. Ist halt doof, weil die Kumpels... Ist ja auch scheiße, ja. Wir sind ja, beim Schippen hätte ich zumindest... Also, ich kann es verstehen, dass sie das dann nicht filmen und moderieren wollen. Das Einzige, was ich, glaube ich, gemacht hätte dann an so einem Tag, einfach Zeitrafferaufnahmen, Kamera aufstellen, dass man wirklich diese krasse, dieses Gewusel, bup, wie die Erde hin und her geht, einfach von dem ganzen Ding so 3-4 Zeitrafferaufnahmen, so dass man da ein bisschen was von hat. Ich auch keine Rechenschaft, schon. Genau, wollte nur mal da sagen, Dementsprechend, wenn ihr diese Videos nicht verpassen wollt, sehen wir uns wie immer am nächsten Samstag um 10 Uhr, also bis dahin. Ciao! Ey, geiles Video, das Projekt geht voran, ich bin sehr gespannt, was da noch alles kommt. Schaut gerne bei Gerrit und Andi vorbei, wenn euch das interessiert. Guckt euch die Videos an, Daumen nach oben, auch mal Mitglied, einfach mal rein supporten. Ne? Könnt ihr einfach auch mal machen.